Es scheint so, liebe Schwestern und Brüder, als müssten wir uns mehr denn je darüber vergewissern, was uns Paulus im Abschnitt des Epheserbriefes sagt heute, an diesem Fest der Apostel Simon und Judas. Dass die Kirche wahrhaft apostolisch ist, wie wir das bekennen. Sie ist heilig, sie ist eine, sie ist katholisch und apostolisch. Paulus sagt es im Epheserbrief: Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Das bedeutet zunächst, dass von allen, die anschließend glauben nach den Aposteln, ein Stück Demut verlangt ist. Auch von uns heute. Wir unterstellen uns dem Glauben der Apostel und nehmen diesen Glauben an, keinen anderen. Keinen, den wir uns selber basteln oder ausdenken und noch so schön theoretisch zusammenlegen. All das ist Quatsch. All das führt in die Spaltung. All das ist kompletter Unsinn. Wenn der Glaube der Kirche nicht apostolisch ist, Paulus wird es einmal in einer Situation, die besonders brenzlig ist, sagen. Den Galatern nämlich. Die dachten, ach, da kommen doch jetzt irgendwie doch Theorien, Glaubenssätze, die passen uns irgendwie besser. Von unserer Geschichte her, von unserer Kultur her und wir würden heute sagen, von unserer Gemeindestruktur her ist das doch viel besser. Und sei es ein Engel vom Himmel, der euch ein anderes Evangelium verkündet, er sei verflucht, sagt Paulus. Niemand anderer. Vielleicht muss uns das besonders in den Sinn kommen, wenn wir darüber nachdenken, wie schnell das geschieht, dass man seinen eigenen Glauben zurechtbastelt, dass wir uns einfach von Dingen, die apostolisch sind, hier im Neuen Testament niedergelegt, von denen wir uns einfach verabschieden. Diese Gefahr bestand zu allen Zeiten. In der Frühzeit der Kirche gab es einen Typen namens Markion, der vom Neuen Testament nicht mehr viel übrig ließ, weil er dachte, Gott kann das so, das kann irgendwie gar nicht zusammengehen, dass Gott so ist, wie er in den verschiedenen Schriften des Neuen Testamentes überliefert wird, tradiert wird, wie er geglaubt wird. Und dann hat er das Neue Testament zusammengestrichen auf einen Teil Paulus und große Teile des Lukas-Evangeliums. So. Und hat gesagt, das ist christlicher Glaube. Das ist Häresie. Das ist Irrglaube. Das ist nicht die apostolische Botschaft, die geglaubt wird in der Kirche von Beginn an, seit den Tagen der Apostel. Und es hat diese Versuchungen immer gegeben. Wenn Martin Luther, gerade am heutigen Tag muss man vielleicht daran erinnern, den Judasbrief, also das Schreiben, das sich auf den Apostel Judas beruft, als strohene Epistel bezeichnet, weil es ihm halt in seine schöne Theorie eines deutschen Professors nicht hineinpasst. Das ist natürlich dann irgendwie dumm gelaufen, ich verstehe das ja. Wenn man endlich mal eine Idee hat, an der hält man gerne fest, in die ist man verliebt, das ist sehr menschlich, das geht jedem so. Aber das heißt noch nicht, dass alles, was dieser Idee widerspricht, einfach kompletter Unsinn ist. Es ist eine apostolische Schrift. Eine, die eine große Nähe zum Judentum hat, die ganz aus einem jüdischen Selbstverständnis, das ist schließlich der Wurzelgrund unseres Glaubens, herausgeschrieben und diktiert ist und die diese Tradition bewahrt. Wir erkennen heute, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir gar nicht dankbar genug sein können für eine solche Tradition. Aber es war auch im Schwange der Zeit, wie auch immer. Auch heute sind wir wieder in der Gefahr. Im Moment sind wir auf dem besten Weg, das Christentum zu einer Art Gutmenschenversammlung zu reduzieren und all das, was uns so gerade quer kommt und was wir nicht mehr verstehen, das lassen wir einfach weg. Niemand muss den Anspruch haben, liebe Schwestern und Brüder, alles immer zur gleichen Zeit zu verstehen und das zur Gänze. Aber man muss es glauben, und zwar ganz. Und darum muss man sich bemühen und deshalb sind auch die Feste der Apostel so wichtig, weil sie uns jedes Mal wieder neu hineintauchen in den Glauben der ganzen Kirche von Beginn. Es ist eine große, sozusagen eine Übung in dem, was wir Subsidiarität nennen in der Soziallehre. Wir müssen nicht immer alles selber glauben.
Wir dürfen teilhaben an diesem großen Glaubensstrom, an diesem großen Leib, an dieser großen Gestalt, die sich Kirche nennt. Das sind ja nicht nur wir. Wir sind vielleicht eine ziemlich miese Ausgabe davon. Die Kirche, so muss man immer wieder erinnern, ist die Gestalt, die in den Tagen der Apostel wurzelt und den Tag des Herrn, wenn er wiederkommt, erleben wird. Alle, die geglaubt haben, sind Kirche. Und deshalb ist es eine Hilfe für uns. Nicht nur jedes Apostelfest, nicht nur jede Apostelgestalt, jede apostolische Schrift ist eine Hilfe für uns. Und wir dürfen um Hilfe bitten, wo wir Schwierigkeiten haben zu glauben, wo wir Schwierigkeiten haben, in dieser apostolischen, katholischen Einheit zu bleiben. Diese Schwierigkeiten hat es immer gegeben. Aber den Schluss daraus zu ziehen, man dürfe sich daraus verabschieden oder nur einen Teil zu wählen, das auf jeden Fall ist weder katholisch noch apostolisch. Und so hilft uns auch heute das Fest der Apostel Simon und Judas, dass wir neu hineingehalten werden in diesen Glauben, der die Zeiten überdauert. Ein Glaube, mit dem Generationen Christus entgegengehen. Christus, der versprochen hat, dass er auf diesem Fundament bei seiner Kirche ist und bleibt und gegenwärtig ist.